Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K22. Und ja Leute, wir hatten in der letzten Folge den Transfer Deadline Day und da haben wir wirklich nochmal einen Move gemacht, der alles gesprengt hat. Wenn man nämlich hier guckt, Emmanuel Quickly, Louis Macon, eine 2 Millionen Trade-Ausnahme und zwei Erstrunden-Picks sowie auch noch ein Zweitrunden-Pick gegen Devin Booker. Dann haben wir noch Jalen Harris verpflichtet für 4 Jahre und 12 Mio. Somit der von der Bank eben kommt nochmal für die Guard-Position. Und ja, Leute, das ist nochmal ein Monster-Move gewesen. Und ihr kennt mich ja eigentlich, also zumindest auch die auf FIFA und Co. verfolgen. Ich versuche eigentlich immer so einen gewissen Realismus reinzubringen. Habe ich auch bei den Spurs gemacht. Hier bei den Cavaliers haue ich wirklich einmal richtig auf die Kacke und habe hier wirklich ein Team geschaffen mit Mobley, Garland, Booker, Allen, James, Wagner, Jalen Harris ist jetzt auch noch da, beziehungsweise eher noch Buddy Hield, der eigentlich auch eine 78 hat, was einfach ein Monster-Team ist. Aber ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich kreiere dieses Monster, um irgendwann selber gegen dieses Monster anzutreten, denn das reizt mich unglaublich, erst mit diesem Mega-Team zu versuchen, einen Freepeat zu holen, den ersten seit den Lakers, und nach dem Freepeat wirklich zu einer kaputten Franchise zu gehen, wo man wieder was Neues aufbaut, dann aber etwas sachte, etwas realistischer wieder und vor allen Dingen dann zu versuchen, diese Dominanz der Cavaliers zu brechen. Das ist so mein Masterplan. Ob ich einen Freepeat schaffe oder nicht, muss man gucken. Wenn es am Ende in, keine Ahnung, 2 Titel in 3 Jahren sind, ist ja egal, aber Hauptsache, dass ich so ein Monster habe. Und es wird auf jeden Fall super interessant, denn wenn man sich das mal anguckt, ich will sie ja auch wirklich im guten Zustand dann verlassen, man sieht ja, Booker bis 2,29, Allen bis 2,29, dann hat man hier Jalen Harris bis 2,27 immerhin, Garland und LBJ sind auch noch bis 2,27 und vor allen Dingen werden im Mobley und Wagner erst noch ihre fetten und Verträge und langfristigen Verträge unterschreiben. Das heißt, ich sorge auch dafür, dass dieses Team zusammenbleibt, wenn ich hier gehe. Und es wird einfach super interessant. Wir gehen natürlich rein ins erste Duell hier gegen die Knicks. Ich will sehen, wie Devin Booker performt. Das ist, denke ich, klar. Wir gehen rein hier und gucken uns das Debüt von Devin Booker an, Leute. Es ist auf jeden Fall ein Monster-Team. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil, Leute. Hier in New York, im Madison Square Garden, haben wir hier eben das Debüt von Devin Booker. Gegen Bradley Beal und Co. Wir gehen da jetzt rein. Tip-off ging an die Knicks. Nach Harper hier am Ball. Toppin, Obi Toppin gegen Mobley, jetzt hier Okongwu. Toppin wird einfach komplett weggeblockt und Franz Wagner hat jetzt erstmal Kopfschmerzen. Denn den Ball hat er ordentlich an den Schädel bekommen. Und damals war ja sogar Devin Booker einer meiner Favorites, dass wir den holen, ne? Am Ende war es dann auch LeBron James. Also zumindest da, was bei den Spurs war es aber, glaube ich, ne? Nicht bei uns Cavs. Oder? Ich glaube, bei den Spurs war es. Doch, bei den Spurs war es damals. Sorry, falsche Serie. Es war bei den Spurs und dann kam damals AD, ne? Das habe ich jetzt gerade verwechselt. Oh, Beal. Mit dem ersten Treffer in diesem Game. Darius Garland. Und lass natürlich jetzt erstmal ein Floppy Play laufen. Eigentlich hätte ich den gern für Booker gelaufen, aber Wagner nimmt den dann halt. Hat nicht ganz geklappt. Nächster Floppy Play. Jetzt soll es Devin Booker machen. Macht den ersten Dreier leider nicht rein. Jetzt Harper. Bradley Beal. Gegen Devin Booker. Ah, leider faul. Zweite schon. Okay. Das heißt, er ist jetzt schon draußen. Das heißt, Jalen Harris ist drin. Das ist auf jeden Fall mal ein richtiges Scheiß-Debüt. Zumindest die ersten Minuten. Dann gehen wir auch wieder raus, ne? Gehen erstmal in die Simulation. Ich wollte eigentlich mit Booker ein bisschen zocken. Okay, das sieht schon deutlich aus jetzt hier gegen New York. Okay. Wir gehen aber auf jeden Fall letztes Viertel so oder so rein. Ey, stopp. Na gut. Wir sind zwar vorne, aber ich will ein bisschen mit Booker zocken. Wenn möglich. Ja, geht noch. Dann soll er gleich mal reinkommen.
Ja. Ich nehme mal eine Timeout. Denn ich zocke das Game vor allen Dingen, weil ich mit Booker zocken will. Gehen wir rein. Garland, Booker, Wagner, Mobley, Allen. Pack mal LBJ rein. Jared Allen kommt. Ich weiß noch nicht, warum die Anzeige jetzt gerade oben weg ist. Booker auf LBJ. Der den nicht reinmacht. Booker mit 13 Punkten, okay. Verhaltenes Debüt, würde ich sagen. Nichts Spektakuläres. Jetzt hier ein Floppy Play. Ja, es läuft Garland. Versuchen wir es nochmal. Aber jetzt läuft es auch mal Booker, so wie es sein soll. Er ist auch nicht drin. LeBron's 3 ist auch nicht drin. Dann halt mit einem Drive oder was? Blocking Foul von Williams. Läuft momentan spielerisch überhaupt noch nicht, ne? Jetzt LBJ. Garland soll sich freilaufen. Ah, mit dem Fake. Schön. Devin Booker, willkommen hier bei Cleveland. Harper. Also ich bin mal sehr gespannt, wer wirklich versuchen will, dieses Cavs-Team auf LBJ mit dem Foul auf lange Sicht irgendwie zu schlagen. Das wird sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, ob wir es überhaupt schaffen, so erfolgreich zu sein, wie ich es auch will, ne? Denn nur weil du das beste individuelle Team hast, heißt nicht automatisch, dass du auch die Titel holst. LBJ mit dem Steal. Jared Allen. Booker wird hier gedoppelt. Passt den rüber. Mobley macht ihn nicht rein, schade. War eigentlich ein freier Dreier. War eigentlich gut angespielt. Bradley Beal. Booker stellt ihn da gut. Jetzt hier toppen gegen Mobley. Evan Mobley. Harper am Ball jetzt hier. Sucht den Drive, klappt nicht ganz. Oh, Bradley Beal freigelassen. Das war natürlich schlecht. New York damit wieder so ein bisschen back. Mehr 10 Punkte, klar. Das ist noch sehr viel, aber das ist nicht unmöglich. Solche Bälle darfst du eigentlich machen, Devin. Okay, Bradley Beal bringt sie komplett zurück ins Spiel. 7 Punkte nur noch. Jared Allen. Kevin Booker auf LBJ nochmal. Kriegt den Block gestellt, Mitteldistanzwurf, geht auch nicht rein, Evan Mobley. Boah. Macht ihn nicht rein. Zu früh hochgegangen und jetzt haben sie da auch Kongo gehabt. Und der ist auch drin, Bradley Beal dreht komplett auf. Bradley Beal dreht komplett auf. Ja, Jared Allen zieht hier das Foul. Okongwu mit dem 5. Das war nichts. Der ist dann immerhin drin. Aber es sind nur 6 Punkte, ne? Also die Knicks, die bäumen hier sich richtig auf. Bradley Beal. Booker verteidigt ihn. Harper. Jetzt auf Beal. Sucht er den Dreier? Nein. Pass war aber super. Jetzt hier Harper. Jetzt haben sie wenig Zeit. Boah, Money. New York ist richtig heiß hier in dieser Endphase. Harris Garland. Mobley soll sich freilaufen. Ja. Jared Allen. Nee. Okay, also nix kommt hier echt nochmal ran, oder was?
Och, da war Franz fast dran eben. Oh, ein bisschen Booker. New York ist da. New York ist sowas von da. Okay, beim Debüt von Devin Booker steht hier New York gerade echt hier die Show. Aber wir wollen das natürlich verhindern. Und Darius Garland and one. Oh, Bradley Beal. Er bringt hier New York fast zurück und dann macht er so einen Fehler. Und das ist dann wahrscheinlich dann doch der Dagger. New York war so kurz davor zurückzukommen, aber dann machen sie so einen groben Fehler. Darf nicht geschehen, ne? Darf eigentlich nicht geschehen. Sie brauchen jetzt irgendwie einen wilden Dreier. Am besten einen sehr, sehr schnellen. Toppen. Ah, sie verlieren zu viel Zeit. So nicht. Bradley Beal. Er muss den Dreier nehmen, alles andere bringt den halt nichts. Einfache Punkte, okay. Oh, das war dumm. Wie dumm willst du sein? Ja. Okay. Also wenn sie den jetzt auch machen, jetzt werden sie faulen. Viertes von Beal. Wenn Booker jetzt beide reinmacht, haben sie immer noch die Chance, mit einem Dreier zurückzukommen, ne? Da sehen wir ihn, Devin Booker. Nervenstark auf jeden Fall. On-Ball-Druck, definitiv. Sehr eng. Toppen nimmt den. Toppen trifft den nicht. Allen wird gefoult. Aber das müsste eigentlich das Ende sein. Okay, das war's. Dieser Punkt war's. Oh, top. Mobley holt sich den sogar nochmal und macht nochmal einen rein. Darf dann auch mal was für seine Bilanz tun. Ui. Okay, ein etwas zerfahrenes Debüt hier. War jetzt nicht das Krasseste. Aber ich wollte ein bisschen zocken. Garland hat es am Ende mit seiner Aktion da entschieden. Ne? Bradley Beal 33 gemacht. Okwongwo 18, 17, 5 Assists, 3 Steals, 2 Blocks. Ganz stark. Muss man echt mal sagen. Bei uns Garland 18 Punkte. Ja, Booker 17 Punkte. 4 von 13. Ein sehr, sehr schlechtes Debüt. Ein sehr enttäuschendes Debüt vor allen Dingen. Aber nun gut. Wir gehen natürlich weiter. Vor allen Dingen hat Devin Booker ja bisher, ne, das muss man ja auch mal sagen. Gehen wir mal kurz rein da. Ist er momentan der zweitbeste Scorer der kompletten Liga. Das wird natürlich jetzt runtergehen. Er wird keine 33 averagen, aber es soll auch nicht. Bisher hat er halt 33 geaveraged und die Suns waren irgendwo unten. Jetzt wird er halt vielleicht nur 20 averagen, aber dann halt Winning Basketball spielen, ne? Mein, gut, noch hat er es nicht getan, aber Stichwort James Harden in der Realität, ne? Er scoret zwar keine 30 plus jedes Game mehr, aber hat halt mit den Nets die Chance, Titel zu holen. Was halt nochmal viel wertvoller ist, ne? Garland 31 und 5. Booker scoret halt 27, James ist da, sehr schön. All-Star Draft gehen wir natürlich rein, ich nehme mal Team Zion. Und wem nehmen, gut, LaMelo Ball darf als erstes, hat Kevin Durant genommen. Dann nehme ich mal Ja Morant, aber man sieht schon, die Starter sehen schon ein bisschen anders aus als in den Jahren zuvor, ne? Jokic hat er genommen, okay, dann gehe ich mit Embiid. Ich muss natürlich was auf den Big-Man-Positionen tun. Er hat Devin Booker genommen. Ich gehe mit Brandon Ingram. Er hat Shea genommen und dann nehme ich JJJ. Stephen Curry kommt auch mit dazu. Er hat Luca. Was? Garland ist kein All-Star? LeBron James ist auch kein All-Star. LeBron, ja gut, er kommt von der Bank an, ne? LeBron James ist erstmal in seiner Karriere kein All-Star. Also es hat sich schon ordentlich was getan. Ich würde jetzt tatsächlich mal Jaylen Brown nehmen, auf den habe ich Bock. Er hat Bradley Beal genommen, dann kann ich Tatum nehmen. Trae Young, Cunningham oder... Ach, ich habe Bock auf Win Alford. Und das nehme ich auch das Schöne. Es sind hier der ein oder andere neue Spieler schon mit dabei, ne? Dann nehme ich noch Justin Freeland, ich will die ganzen neuen spielen. Cunningham... Oh, Romero Baxter ist gar nicht mit dabei, ne? Der war in seiner Rookie-Season All-Star, aber dieses Mal nicht. Interessant. Julius Randle. Kann man halt nicht immer werden, ne? Er hat MPJ genommen, dann nehme ich Wiseman, der das erste Mal All-Star geworden ist. Interessant.
Okay, das sind auf jeden Fall die Teams LaMelo, Durant, Jokic, Booker und Alex, Shai Gilgeous-Alexander gegen Zion, Morant, Embiid, Ingram und JJJ. Sehr, sehr interessant, dass hier dann so ein bisschen was eben passiert. Ich will mal kurz gucken bei Romero Baxter, was der momentan auflegt, ne? Der hat eine 89, der legt momentan 23,7 Punkte auf 7,1 Rebounds, 7,6 Assists, 1,4 Steals. Warum ist der kein All-Star? Also das ist eigentlich wirklich der Wahnsinn, was der auflegt, ne? Aber er ist kein All-Star, auch Haliburton nicht. Da sieht man eben, wenn man allgemein mal in die Liga guckt, ne? Wenn man da kurz mal reingeht, alle Spieler, man sieht halt auch wirklich, was für eine Masse an guten Spielern man einfach hat, ne? Also wie viele geile Spieler es einfach in dieser Liga gibt mit 90 plus und dann gibt es noch zig mit 80 plus. Dass selbst ein LBJ in diesem Jahr kein All-Star wird. Oder ein Romero Baxter. Aber ist halt auch logisch irgendwo, ne? Muss ja irgendwann so sein. Aber die Liga wird halt auch mit der Zeit immer besser und besser, gerade in der Breite, ne? Ob man oft solche Spieler wie LeBron sieht, wie Michael Jordan, wie, keine Ahnung, Bill Russell, wie Will Chamberlain, Kareem und wie sie alle hießen, diese ganz, ganz Big Player, Bird, Magic. Das sind immer so generational Talents, ne? Aber man wird halt immer mehr richtig, richtig gute haben, wie beispielsweise in der Realität jetzt ein Devin Booker, ein, keine Ahnung, Ja Morant, ein, was, ein Joel Embiid, solche, so richtige, so Spieler, die, wenn sie richtig durchdrehen, auch MVP werden können, so, ne? Ich glaube, davon wird man immer mehr sehen, weil einfach die Ausbildung und Co. immer besser wird, ne? Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, nahezu jedes Team hat wirklich jemanden in dem steckenden MVP-Kandidat. So, fast jedes Team jetzt, ne? Manche Teams nicht, die halt komplett im Rebuild neumodisch sind, ne? Dafür haben wir dann immer mehr Teams, die auch zwei, drei mögliche MVP-Kandidaten haben. Zumindest, wenn das in denen steckt, so. LeBron James mit 30 Punkte. Unser LeBron James hat das Team im letzten Spiel mit einem neuen Punkte-Rekord in dieser Saison mitgerissen. Yes, sehr schön. Booker auch 28, ne? Wenn man überlegt, wie lange waren die Suns zum Beispiel Trash, aber Devin Booker war trotzdem die ganze Zeit super stark, ne? Und trotzdem waren die Suns halt Trash. Bradley Beal bei den Wizards, gleiches Ding. Hat wirklich auf Superstar-Niveau gezockt halt, aber das Team war halt nicht gut, ne? Um ihn rum lange Zeit. Wir haben übrigens jetzt 7 Siege in Folge aktuell, ne? Also das ist auch böse. Also es läuft sehr gut. Jetzt gegen die Knights. LBJ will natürlich eine größere Rolle, ist logisch. LBJ wird sich nie zufrieden geben von der Bank aus. Minus 5, wir plauschen noch einmal mit ihm, dass das wenigstens ein bisschen hoch geht, ne? Gehen wir nochmal im Plauschen mit LBJ. Dass man da wenigstens sagen kann, yo, Bro, alles cool. Das gehe ich natürlich super schnell durch, das einfach nur um die Moral einmal kurz hochzupacken. Tash Wagner, gut, jetzt haben wir halt keine Draftpicks mehr, die haben wir halt abgegeben, ne? Ja gut, haben wir halt erstmal abgegeben, soll aber erstmal weiter scouten hier. Und dann sind wir gleich schon beim All-Star-Game, da gehe ich auch gleich rein, habe ich Bock. Das All-Star-Game 2025, bisschen mit Zion, mit Win Alfred und wie sie alle heißen, zocken. Und wir haben auf jeden Fall seit dem Booker-Trade kein Spiel mehr verloren. Das haben wir auch brutal. Einfach mal kein Spiel verlieren, das ist auch so ein guter... Buddy Hield is back. Buddy Hield is back. Sehr nice. Denn er hat eben auch eine 78, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Was hat ein Kawhi so gemacht? 3,9 Punkte. Ja, mehr kann er auch gar nicht liefern eigentlich, ne? Buddy Hield is back, das heißt dann aber jetzt auch, dass man da 16 Minuten auf jeden Fall gibt, ne? Denn er ist auch ein starker Mann. Vielleicht kriegt er sogar noch 2 Minuten von LBJ. Der geht ja meistens eh 23-3, von daher hat Buddy Hield jetzt 18 Minuten Spielzeit. Gucken wir, was er so bringt, ne? Buddy Hield hat 4,7 Punkte bisher von der Bank gemacht, bei 14,8 Minuten pro Spiel. Jetzt nicht so krass, ne? Hat aber auch nicht viele Spiele machen können. Jetzt noch gegen die Hawks. Und danach haben wir das All-Star-Break und ihr wisst ja, wie es dann läuft. Nach dem All-Star-Break ja, beende ich mehr oder weniger die Regular-Season relativ schnell. Weil man dann einfach guckt, Richtung Playoffs geht. Wir haben doch mal wieder ein Spiel verloren, auch wenn Booker 20 scored. LBJ 15-4-4. Aber Collins mit einem starken Double-Double. Die ganzen Awards und Co. überspringe ich mal. Awards, die ganzen Shows da, aber ich gehe ins All-Star-Game gleich mal.
Kurz machen wir natürlich so einen Abstecher hier, Award-Kandidaten. Devin Booker ist ein MVP, natürlich. Jetzt spielt er in einem Winning-Team, ne? Jetzt könnte theoretisch Devin Booker sogar MVP werden, das ist crazy. Weil er hat auf MVP-Level gespielt, nur war er nicht in einem Top-Team, aber jetzt könnte er es vielleicht werden. Romero Baxter, das verstehe ich nicht, ne? Warum ist er kein All-Star, aber ist MVP-Kandidat? Das macht ja keinen Sinn, das macht vorne und hinten keinen Sinn. Rookie, LBJ immer noch eventueller Sixth Man, ne? Evan Mobley mit dabei, was Defensive Player of the Year angeht, aber das gewinnt eh immer Giannis, da kannst du machen, was du willst. Wir gehen mal jetzt kurz rein ins All-Star-Game, aber wir gehen gegen Ende rein, ne? Gegen Ende gehen wir da rein, wenn es dann nur noch darum geht, die Punkte voll zu machen. So, dann gehen wir hier jetzt rein. Ich bin mit Team Book. Nee, falsches Team. Ich muss die andere Seite wählen, ne? Ich bin nämlich Team Zion. Auch wenn das gerade hinten liegt. Schauen wir mal. Jaylen Brown. Joel Embiid mit dem Screen, aber den braucht Jaylen Brown ja stark. Man gleich was trinken, Hals ist ein bisschen trocken. Shai Gilgeous-Alexander. Oh. Der ist nicht drin. Ingram mit dem Fake, aber darauf ist niemand reingefallen. Stephen Curry gegen Devin Booker. Ach, schade. Aber wenn jemand solche Dinger trifft, dann in der Regel Curry. Boah, Zion, was ein Block, aber dann ist da KD gewesen. 126 ist die Punktzahl, die man erreichen muss. Oh, Curry. Schöner Drive von Steph. Aber schön, dass sich schon ein bisschen so geändert hat alles, ne? Jefferson ist eventuell auch... Oh, dann war wohl jemand verletzt. Dadurch ist Jefferson jetzt mit dem All-Star-Game. Auch interessant. Von den San Diego Surfs. Aber ich finde es komisch, dass Baxter nicht mit dabei ist. Warum ist Baxter nicht dabei? Wenn er MVP-Kandidat ist. Das macht ja keinen Sinn. Oh. Stark. Jetzt haben wir hier Jefferson, der Athlet. Guter Pass. Jaylen Brown. Damn, 21 Punkte. Von Jaylen Brown. Cunningham gegen Win Alford. Oh, Win Alford stark. Wir haben auf jeden Fall einige Big Mans, die hier richtig rasieren. Jaylen Brown, der war nicht drin. Oh, der Fake. Jetzt Joel Embiid hat hier das Mismatch gegen Cunningham. Macht ihn easy rein. 103, ey, wir kommen hier zurück. Schönes Comeback hier beim All-Star-Game. Oh, Trae Young sollte man so nicht ziehen lassen. Jefferson ist eigentlich da. Die Zone ist dicht, Jungs. Und jetzt Zion. Oh. Jaylen Brown, 23 Punkte. Der hat richtig Bock. Also Jaylen Brown rasiert alleine momentan das All-Star-Game. Oh, der ist auch nicht drin. Der ist auch nicht drin. Jefferson, ich weiß gar nicht, kann er werfen? Anscheinend nicht so gut. Oh, Kevin Durant. KD. Cunningham. Okay, die macht den auch nicht rein. Zion Williamson. Zion. Und jetzt hier Jaylen Brown. Jaylen Brown macht einfach alles allein und hat hier fast im Alleingang wirklich den Rückstand aufgeholt, ne? Ja, hier Trae Young, aber Embiid sagt nein. Win Alford. Zion. Jefferson, der kann halt nicht wirklich gut werfen. Der hatte D bei 3 nur, ne? Müsste ich dann wahrscheinlich in die Midrange mit ihm gehen. Young gegen Brown. Ja. Tatum jetzt mit dabei. Freeland, Jefferson. KD.
Spiel. Oh, Zion mit einem ganz dummen Foul. Zion mit einem ganz, ganz dummen Foul. Das war nicht schlau von Zion Williamson. Bringt damit den Gegner zurück. Beziehungsweise sie konnten sogar davonziehen dadurch. Ja. Das ist hier Jefferson. Boah, ganz hoch abgelegt, aber es war auch nichts. Hat hier mit so einem Floater versucht. Aber es ist halt nice, mit diesen ganzen auch neuen Rookies zu spielen. Oder was heißt Rookies? Mit den ganzen neuen zu spielen, ne? Win Alpha, Jefferson. So macht das All-Star Game dann auch Bock. Deswegen habe ich die Rookies auch dieses Jahr besser gemacht. Ach, das war nichts. Weil davor war es echt schwierig, also echt scheiße und langweilig. Weil es halt wirklich so war, du warst selbst im Jahr 2025, 2026 und es waren immer noch die gleichen. Oh, euer Ernst. Mehr oder weniger immer noch die gleichen Namen, die dann gespielt haben, ne? Dann hast du halt Kyrie, Durant und Co. und wie sie alle hießen. Und jetzt hat man halt mehr Variation. Oh, Jefferson. Freeland ist das jetzt hier gegen Trae Young. Sollte er sich eigentlich easy durchsetzen. Tatum freigelassen, aber das war nichts. Jaylen Brown muss auch wieder back, ne? Bradley Beal, Killer. Bradley Beal, wirklich Killer. Jefferson. Stark gemacht. Einfach mit seiner Athletik sich durchgesetzt. Jetzt hier Bradley Beal. Und Towns. Stark. Nehmen wir eine kleine Timeout. Ich will Jaylen Brown back haben. Der hat bei uns alles übernommen. Seitdem er draußen ist, läuft gar nichts mehr. Curry soll mal noch rein, ne? Hierfür würde ich mal Ingram reintun. Alfred und Freeland sollen dann auf dem Big Man Position agieren. Gucken wir mal, wie das jetzt besser läuft. Porter, Beal. Ah, Blocking Fall von Ingram. Bradley Beal übernimmt hier komplett alleine. 12 Punkte. Beal vs. Brown heißt das hier eigentlich im All-Star-Game nur, ne? Jaylen Brown wurde da echt ein bisschen viel Platz gelassen. Haben die noch nicht mitbekommen, dass er komplett eskaliert? Schönes Ding einfach mal. 111 zu 120. Trae Young. Oh, schöner Kick-Out-Pass. Towns macht ihn nicht. Zion. Oh, Trae Young will den Zion Williamson stoppen, glaube ich nicht. Freeland. Ah ne, es war Bruin Elfert. Freeland sogar, nicht Zion, sorry. Irgendwie dachte ich eben, es wäre Zion. Oh. Es ist weiter im Bradley Beal. Es ist weiter im Bradley Beal. Mal gut. Easy. Aber sie brauchen halt nur noch 4 Pünktchen, ne? Das zu verändern wird dann doch sehr, sehr schwer. Trae Young, nein. Einfach nur nein. Oh, schade. Der wäre wild gewesen, hätte den auch noch reingemacht. Hier KD. Darf halt auch nicht mehr faulen. Freeland gegen Young. Young ist zwar der schnellere, aber Freeland natürlich körperlich überlegen. Oh, jetzt war er hier frei. Aber warum willst du immer da in die Zone ziehen? Verstehe ich nicht. Ingram. Ach, das war ganz wild gespielt. Ach, der ist drin. Okay, sie brauchen nur noch einen Bucket. Ein Bucket, dann hat Team LaMelo gewonnen. Stark.
Ja, Freeland macht den halt nicht, ne? Oh, der Ball wäre fast verloren gegangen und dann machen sie es mit einem schönen Dank. Michael Porter Jr. hat ihn reingedankt. Hat man das Ding halt verloren, leider. Schade, ne? Towns mit 20, Beal 15, richtig stark, gegen Booker 14, Durant und Co. Brown hier 27. Na gut, ist immer ganz wichtig. Wir gehen noch eine Woche vor jetzt, ne? DeMarcus Cousins. Oh, DeMarcus Cousins will seine Karriere beenden. Wie lange hat denn der noch Vertrag? Gucken wir kurz mal, weil ihr wisst, ich lasse sie nur beenden, wenn sie auch nur noch ein Jahr Vertrag haben. Und wo haben wir Cousins? Der hat nur noch ein Jahr Vertrag, okay. Dann ist es ja auch okay. Wenn dein Vertrag ausläuft und du willst deine Karriere beenden, dann ist alles cool. Hey, Velosche, tut mir leid, dass das so ohne Vorwarnung kommt, aber ich beende meine Karriere. Ich habe echt gern für diese Franchise gespielt, aber ich bin einfach nicht, ich bin einfach ausgelaugt. Ich danke Ihnen. Machen Sie sich wegen dem Timing keinen Kopf. Das ist eine persönliche Entscheidung, die nur Sie treffen können. Ich bin einfach nur froh, dass wir Sie so lange bei uns haben konnten. Ich wünsche Ihnen nur das Beste, DeMarcus. Ich bin wirklich dankbar für die Chance, die Sie mir gegeben haben. Aber für mich war es das. Es ist Zeit. Finde ich cool, DeMarcus Cousins, auch so ein Piece in diesem Kader, ne? Wenn man überlegt, wann er kam, wir können da ja mal kurz drauf gucken. Er kam 2022 zu uns, also in der ersten Offseason, hat dann einfach gut performt von der Bank, ne? Hat wirklich nochmal seine Rolle gefunden hier bei Cleveland, konnte jetzt noch einen Titel holen. Ich meine auch für ihn, wenn man sich das anguckt, ist einmal Champion geworden, davor nur All-Rookie-Team, paar Mal All-Star, All-NBA zweimal. Aber er konnte sich den großen Championship-Traum erfüllen, ist jetzt 34, hat nochmal die Chance, Back-to-Back-Champion zu werden. Und dann sich zur Ruhe zu setzen, ich glaube, viel besser geht's ja nicht, ne? Wenn man dann sagt, ey, wisst ihr was, als Back-to-Back-Champion kann ich mich dann auch mal zur Ruhe setzen, kann dann mal sagen, yo, das war's für mich, ne? Wir machen noch das Spiel gegen die Emeralds, also simulieren das und das nächste, sodass wir nochmal eine Woche durch haben. Also nochmal eine Spielwoche für uns. Das haben wir verloren. Und nochmal gegen die Bulls und dann gucken wir mal auf die Tabelle und in der nächsten Folge beenden wir auf jeden Fall die Regular Season. Und sobald wir die dann beendet haben, geht es dann natürlich rein in die Playoffs. Und dann schauen wir mal, ne? Also, hier ist auch einiges passiert, ne? All-Star-Game, DeMarcus Cousins, Karriereende und Co. Ja, Booker macht halt 16, ne? Also, ich glaube nicht, dass er MVP wird, aber das ist hier auch erstmal egal. Ja, mal vorgehen bis zu den Kings schon mal. Taj Wagner will noch mal was mit uns besprechen. Und dann gucken wir nur noch mal kurz auf die Tabelle, ne? Dann gucken wir eben kurz auf die Tabelle und dann passt das auch so weit. Mal Melvin Mason und Co. soll sie halt einfach so weiter erstmal machen. Das passt dann so, ne? Also, Leute, wir gucken noch mal auf die Tabelle. Und wir sehen, wir sind NBA, in der kompletten NBA, das beste Team. Siege vor den Sharks, dann die Celtics, Hornets, Bucks und Co., ne? Also wir werden easy going, das dritte Jahr hintereinander Erster in der Conference. Was auch schon krass ist, wenn man überlegt, dass wir die ersten zwei Jahre Erster wurden, ne? Obwohl, nee. Und? Doch. Doch, wir sind beide Jahre Erster geworden, oder? Nee, wir sind im ersten Jahr sind wir in die Playoffs gekommen. Oder? Ich weiß nicht mehr, sorry. Auf jeden Fall hier ganz unten, Miami, Owls, Magic, Nets, die ich überhaupt nicht verstehe. Auf jeden Fall, das sind die Teams hier unten im Westen, ja, kaputte Lakers, die aber eventuell die beiden besten Picks haben, also die sind nicht so kaputt, wie es aussieht, denn die haben Jimmy Butler. Alter, die haben Butler geholt. Die haben DeJounte Murray, dann hier Clippers, ne, San Diego Surf und Co., ich will mal kurz gucken. Ja, ich habe euch jetzt die obere Hälfte nicht gezeigt. OKC ganz oben, ne, mit Shea, Knights und Co. Ich will mal kurz gucken, Transaktionsberichte. Cavaliers, hier Dings, ne? Neely Keener. Was haben sie denn dafür abgegeben? Wo sind denn die Lakers? Die haben ihn gegen einen Top-3-Pick und Paul George abgegeben, okay. Also die Heat sind halt richtig im Tanking-Modus, ne? Wenn man sich auch den Kader mal kurz anguckt. Miami. Ja gut, sie haben Tyler Hero, Adebayo, Paul George. Eigentlich sind sie gar nicht so im Tanking-Modus, ne? Eigentlich. Aber sie sind halt nicht gut. Sie sind sogar Letzter aktuell. Interessant. Draftpicks haben, wie gesagt, die Lakers. Alter, die Lakers könnten einen Monsteraufbau machen, ne? Wenn sie jetzt wirklich die beiden besten Picks kriegen. Sagen wir, die Lakers kriegen die beiden besten Picks. Haben jetzt noch, wie lange ist denn der noch hier?
haben noch einen DeJounte Murray über viele, viele Jahre, haben noch einen Butler mindestens 2 Jahre. Alter, dann sind die Lakers im nächsten Jahr wieder da. Interessant auf jeden Fall, wie sich das immer so ergibt hier bei der NBA, ne? Aber nun gut, ich will gar nicht mehr zu viel labern, Leute. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Euer Loschel meldet sich ab und bye bye.